Herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe der Datenschmutz-LinkedIn-Show. Normalerweise immer am Freitagvormittag, diese Woche ausnahmsweise am Montag. Kollege Boxack ist da, wird sich aber heute zurückhalten. Der war in Ibiza und das kann in Österreich, wie wir seit Freitag wissen, ja sehr schnell zurücktreten führen. Kommt aber vielleicht zurück, weiß man nicht genau. Aber das ist ja keine politische Diskussionssendung, sondern eine Show über LinkedIn und damit auch zu den Themen der heutigen Ausgabe. Es wird um drei Themen gehen. Ein kleiner Tipp zu Attachments auf Ihrem Profil, dann einige spannende Zahlen, aktuelle Zahlen zum Jobmarkt auf LinkedIn und zu guter Letzt natürlich die Status-Updates der Woche. Und damit kommen wir auch gleich zum ersten Thema. Besagte Profil-Attachments. Sie können auf Ihrem LinkedIn-Profil hier unterhalb des Beschreibungstextes sowie zu jedem einzelnen Job-Eintrag, den Sie auf Ihrem Profil angelegt haben, Attachments hochladen. LinkedIn unterstützt dabei Präsentationen, PDFs, Word-Dokumente, diverse Bildformate oder Sie können stattdessen wahlweise auch einen Link eingeben. Wenn es ein Hyperlink ist, zeigt LinkedIn als Vorschaubild und den Titel an. Das Vorschaubild eben dann, wenn es von der Seite bereitgestellt wird. Open Graph idealerweise. So, warum erzähle ich Ihnen das? Wie Sie hier sehen können, wenn Sie zwei Attachments hochladen, zeigt LinkedIn den Titel. Es sind bis zu maximal 64 Zeichen, die hier angezeigt werden. Wenn der Titel länger ist, wird er abgeschnitten mit den Punkten. Wenn Sie allerdings mehr als zwei Internetseiten verlinken oder Attachments hochladen, wie ich es hier gemacht habe, dann zeigt LinkedIn statt der größeren Vorschau nur mal die kleinen Thumbnails. Das hat nichts damit zu tun, ob das ein Bild oder eine Webseite ist. Den Titel gibt man in jedem Fall ein. Aber eben ab dem dritten Attachment oder mehr, ich weiß gar nicht, ob es eine Obergrenze gibt für die Zahl der Attachments, bis zu maximal 15 habe ich mal ausprobiert, kann man recht viele hochladen. Ich würde Ihnen aber trotzdem empfehlen, sich auf zwei zu beschränken, eben aufgrund dieses Titels. Worum geht es bei einem gut optimierten LinkedIn-Profil? Ganz stark um den ersten Eindruck. Jemand besucht Ihr Profil, vielleicht weil Sie ihm eine Kontaktanfrage geschickt haben oder weil sich über Sie informieren will, sieht dieses Profil und da sind diese Dateien oder diese Zusatzinformationen ein kleines Element, das man nutzen kann, um das eigene Profil eben attraktiver zu gestalten. Und nachdem die Thumbnails ohnehin relativ klein sind, ist es meiner Meinung nach sehr viel besser, sich auf zwei zu beschränken und damit eben auch den Titel anzeigen zu können. So viel zum heutigen LinkedIn-Tipp der Woche. Zweitens, ich habe auf TechCrunch den Artikel gesehen, LinkedIn integrates and updates jobs and hiring platforms hits 20 million job postings. Also, aktuell ist es so, dass das Unternehmen 20 Millionen Jobanzeigen online hat. Das waren vor 5 Jahren noch 300.000. Also fast eine Versiebenfachung und die 600 Millionen Nutzer, die LinkedIn momentan weltweit hat, bewerben sich für 25 Millionen Jobs pro Woche. Das sind 100 Millionen Bewerbungen im Monat, das ist schon ganz schön viel. Schlägt sich auch auf den Umsatz von LinkedIn nieder. Das Unternehmen erwartet für 2019 6,4 Milliarden Einnahmen. Das entspräche 27% Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Jobbereich ist natürlich ein ganz zentrales Thema für eine Business-Plattform und dementsprechend wird LinkedIn hier auch sehr viel ausbauen. In den letzten 2 Jahren ist hinter den Kulissen entwickelt worden am Pipeline-Builder, an der API und auch am Frontend für die Nutzer wird es verbesserte Job-Alerts, eine verbesserte Jobseite geben. LinkedIn bleibt dabei der Philosophie, dass Recruiter einen Recruiter-Account kaufen sollten, aber normale Jobnutzer nicht unbedingt einen Pro-Account für die Bewerbung brauchen treu. Das heißt, diese neuen Job-Features, diese überarbeitete Jobseite, werden wir im Lauf der nächsten Monate dann auf LinkedIn sehen. Interessantes Feature auch, was Sie hier noch erwähnen. On the Jobs Front, they include Instant Job Alerts, a redesign of the Jobs Homepage and more salary insights available to all users. LinkedIn-Programmierer haben übrigens auch erwähnt, oder die Verantwortlichen haben erwähnt, dass das auch mit der leistungsfähigeren AI zu tun hat, also Artificial Intelligence, die man mittlerweile einsetzen kann im Kontext der Jobsuche. Dann kommen wir zu einem Thema, das nicht unmittelbar, auch eigentlich auch nicht mittelbar,
mit LinkedIn zu tun hat. Werden Einträge in Google My Business bald kostenpflichtig? Ich habe das bei Harald Schrefel gesehen und Search Engine Land hat da einen einschlägigen Beitrag gepostet. Google hat nämlich eine Umfrage online gestellt und da wird aktuell abgefragt, wie viel Nutzer denn bereit wären, für ihr Listing in My Business zu bezahlen. Wenn man sich nun vorstellt, dass My Business natürlich auch die Grundlage ist, um die eigene Präsenz in den Google Maps zu administrieren, würde ich schon fast behaupten, dass so ein My Business Eintrag zum Pflichtprogramm für jedes Local Business gehört. Wird Google dafür also tatsächlich Geld nehmen, dann wäre das schon fast eine Internet-Zwangsabgabe. Ausnahmsweise nicht vom Staat, sondern von Google selbst. Patrick Bachner schreibt dazu, Freemium ist einfach stark im Kommen. Die Gaming-Branche, Fortnite, Brawl Stars zeigt das gerade eindrucksvoll vor. Genau meine Meinung, das Freemium-Modell funktioniert in der Gaming-Branche sehr viel, sehr, sehr gut. Warum sollten das andere nicht aufmachen? Und vielleicht kann man ja in Zukunft dann, weiß nicht, ein Schwarz-Weiß-Foto kostenlos hochladen, Öffnungszeiten von Montag bis Mittwoch angeben und wenn man auch Öffnungszeiten von Freitag und Samstag angeben will, dann bezahlt man. Schauen wir mal. Außerdem auch diese Woche gefunden, raten Sie mal, was dieses Gerät hier sein könnte. Es ist keine Wiege, damit Ihr Smartphone schneller in den Ruhezustand geht. Es handelt sich tatsächlich um ein USB-Powered Device, das diese Schrittzählfunktion des Handys überlistet. Warum braucht man so etwas? Nun, immer mehr Versicherungsgesellschaften gewähren einen Bonus bei den Beitragszahlungen, wenn der Kunde auf eine gewisse Mindestzahl an Schritten pro Tag kommt. Ist angeblich in chinesischen Büros relativ populär. Als Hundebesitzer kann ich auf so ein Gerät natürlich gut und gerne verzichten. Aber es ist klar, sobald es da finanzielle Vorteile gibt, gibt es natürlich auch Leute, die versuchen, solche Systeme zu hacken. Und was wir da sehen, ist im Prinzip ein Hardware-Hack. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Bruder, kurz Hallo sagen. Die liegt da neben mir. Links und für den Bruder. Wir verabschieden uns und sehen uns wieder am Freitagvormittag. Danke fürs Dabeisein.